Handy, wie gesagt, gerade mal gucken. Hier ist der Spülkiss neulich noch auch gebraucht. Jetzt muss man es nur noch vernünftig erkennen können. Da sortiert sich gerade die Kamera so ein bisschen. So. So sieht man es ganz gut. Und da liegt das jetzt hier dran. So. Da steht es auch extra drauf. Mit herkömmlichen Teilen und mit Vergaser Spezial. Vergaser aufgebohrt war auch schon bei den herkömmlichen Komponenten der Fall. Ich habe halt dann nochmal den Flachschieber getauscht. Und ich habe das Mischrohr getauscht. Und dann seht ihr mal, weil wir hier beim Leistungsdiagramm sind, ist nur der Beschleunigungsvorgang abgelichtet oder aufgezeichnet. Und hier ist eigentlich der Einfluss tatsächlich nur von einem anderen Mischrohr oder einem anderen Hauptdüsenstock aufgezeichnet. Und da seht ihr mal, was mit dem anderen Mischrohr einfach schon passieren kann, ne? Das ist schon krass. Also der Einstieg ins Diagramm ist früher, ist viel steiler. Dieser ganze Vorresoeinbruch in der Drehmoment- und Leistungskurve ist bei mir waagerecht. Es gibt also quasi nicht mehr so diesen Einbruch in dem Sinne in der Leistung, weil ich die Überschneidung aus Nebendüse und Hauptdüsenstock ganz anders hingebogen habe. Ja, und dass dann hier die Leistung kommt früher, die Leistung kommt intensiver und dass die Drehzahl steigt auch noch oder die Drehfreude hat auch noch zugenommen. Das sind halt so Sachen, die dann mit meinen Teilen möglich sind, ne? Einmal, zweimal. Naja, geht nicht. Wollte noch ein bisschen angeben mit den Teilen, die ich habe, weil sie mir selber auch so gut gefallen. Aber wie gesagt, drei verschiedene Flachschiebertypen, drei verschiedene Mischrohre. Auch noch ein paar Worte dazu, wie man die ganze Sache angeht. Primär wichtig ist also, erstmal den Vollgasbereich festzuhaben, stabil zu haben. Dann habe ich mir für die Abstimmung Punkte auf meinen Roller gemalt. Auf den Lenker. Hier ist der feststehende Teil vom Lenker, der Lenkerkorpus. Da habe ich mir einen Punkt drauf gemacht. Hier ist der Griff, den man dreht. Da habe ich mir fünf Punkte drauf gemacht. Einmal bei 0, einmal bei Vollgas und dann habe ich mir aufgeteilt auf Dreiviertel, auf Halbgas, auf Viertelgas und dann bin ich den Roller abgefahren. Primär wichtig, über Mischrohr, Hauptdüse, Hauptluftkorrektur den Vollgasbereich stabil zu kriegen. Da dann vielleicht auch schon direkt mit der Zündkerze anfangen zu arbeiten. Und dann fährt man kontinuierlich ab, ne? Dann fährt man mit Dreiviertelgas, dann fährt man mit Halbgas, dann fährt man mit Viertelgas. Null fahren wir natürlich nicht. Und abhängig davon spielt man dann rum, sucht sich das Mischrohr, ist schon unverändert, genau, Vollgasbereich haben wir uns ja eingestellt. Dann sucht man sich dazu den passenden Schieber aus, wo die entsprechende Tiefe stimmt. Anhand dessen sucht man sich die entsprechende Nebendüse aus, baut sich eventuell eine selber über die Nebenluftkorrekturen, die man machen kann. Und was mir dann auch aufgefallen ist, ich habe dann eine Leerlaufgemischschraube 6 bis 6,5 Umdrehungen rausgeschraubt, damit aus einer 45er Nebendüse mit 150er Nebenluftkorrektur bei einem Flachschieber, der nahezu komplett den Ansaugbereich zumacht, nahezu komplett, sage ich deswegen, ein klein bisschen so brauchen wir in dem ganzen Spiel ja, damit hier in dem Bereich der Absaugung von der Nebendüse, ach, von der Leerlaufgemischschraube, ein kleiner Sog muss da vorhanden sein, damit ein bisschen Bewegung reinkommt. Und dann geht durch eine 45er Nebendüse mit nur einer 150er Hauptluftkorrektur von hier durch fast mein komplettes Leerlaufgemisch über den Kanal von der Leerlaufgemischschraube. Deshalb musste ich die so weit rausdrehen. Und deshalb wird es von mir als nächstes höchstwahrscheinlich auch nochmal eine extra Leerlaufgemischschraube geben. Wenn man die auf kleinen Nebendüsen so weit rausdreht, ist irgendwann das Gewinde zu Ende. Und wenn die Schraube dann hier hinten drin lose rumfällt und die Feder zur Vorspannung nicht mehr ausreicht, um die Schraube vernünftig im Korpus zu halten, dass die sich dann beim Fahren rausdreht, ähnlich wie eine Standgasschraube, die unter der Airbox nicht mehr von dem Gummipömpel gehalten wird, wo ich dann auch schon mal einen Tropfen Kleber drauf gemacht habe. Ähnliches passiert dann hier unten auch. Und deshalb gibt es für mich eine Leerlaufgemischschraube geben, wo der Konus kürzer ist, dass genug Gewinde übrig bleibt, dass man zum Beispiel mit drei Umdrehungen raus schon den gleichen Effekt hat, dass der Konus
mit meiner Schraube so weit offen ist bei 3 Umdrehungen, wie er bei anderen Schrauben mit 5 Drehumdrehungen offen ist. Allein einfach, dass die Schraube nicht mehr hinten rausputzen kann. Das ist dann die nächste Innovation noch, die es von mir gibt. Ja. Und so habe ich mich halt durch den Vergaser durchgearbeitet. Erstmal zu gucken, wie müssen die Teile aufgebaut sein. Ich habe alles mit den Standardteilen ausprobiert, bin ich weitergekommen, habe dann die Sachen gemacht, wo sie alle erzählt haben, wenn du das machst, dann fliegt dir den Motor um die Ohren. Das hat mich dann gereizt. Habe die Sachen gemacht, die sich andere nicht getraut haben. Da bin ich dann weitergekommen. Habe dann wieder alle Kombinationen durchgemacht. Dann habe ich den Flachschieber angepasst. Dann habe ich zum Flachschieber die Mischrohre angepasst. Und das ist eigentlich jetzt so der Abstimmungsvorgang, hatte ich ja gerade gesagt. Hauptdüsenstock, Vollgas festkriegen, Punkte auf den Lenker machen, dass man sich Flachschieber passend wählt zu den Bereichen, wo es stottert oder wo es anfängt zu klingeln. Also so konstante Fahrten nur mal von 100 Metern reichen auch nicht aus. Der Motor muss immer Betriebstemperatur dafür haben. Ich bin 30.000 Kilometer Roller gefahren, um das Ganze hier final zu Ende zu bringen. Ich habe nicht kontinuierlich daran gearbeitet, aber ich habe doch schon, sagen wir mal, 20.000 Kilometer immer andere Teile drin gehabt, wo ich den ganzen Krams ausprobiert habe. Und um den Kreis zu schließen, der Motor braucht Betriebstemperatur ganz unbedingt. Ist nicht wie beim Auto, was sich auf 90 Grad einstellt und dann über Thermostat und Lüfter gesteuert und geregelt wird. Zweitakter muss im hohen Drehzahlbereich einfach bewegt werden, damit er seine Temperatur bekommt. Wichtig sind dann auch da wieder Kühlluft und sowas. Die Leute sagen immer, ja, im Winter läuft der Motor so mager, da fliegt er dir schneller um die Ohren. Halte ich auch nicht so für ganz sinnig, weil im Winter ist nämlich auch die angesaugte Kühlluft viel kühler und kann viel mehr Wärme abtransportieren, die durch zu magere Verbrennung entsteht. Und dann die kalte Kühlluft gleicht halt auch diesen hohen Sauerstoffanteil in der kalten Luft irgendwo auch wieder aus. Und dann gleicht sich das auch mit dem Motor ein bisschen aus. Also ich kann meinen Motor auch bei 6 Grad Außentemperatur fahren, ohne dass er mir um die Ohren fliegt. Aber damit ihr mal wisst, wie wichtig die Betriebstemperatur ist, damit man sich dann so ein, vielleicht auch mal so ein Klingel von den Kolbenringen sich irgendwann einstellt, weil der Cut zu tief ist und der Motor zu wenig Sprit bekommt oder das falsche Mischrohr drin ist, wie so ein BE2 oder sowas, wo das dann anfängt zu klingeln im Halbgasbereich, weil einfach viel Luft aus dem Mischrohr mit zu großer Nebenluftkorrektur und zu großem Cut unten bei richtig heißem Motor dann auf einmal Probleme machen kann. Also einmal eine Runde um den Block fahren, um den Motor abzustimmen, ist nicht. Da sollte man schon, so habe ich es gemacht, ich habe mir mein Besteck eingepackt, alles, was ich an Werkzeug brauche, um an den Vergaser ranzukommen und im Vergaser die Düsen auszutauschen, habe ich mir eingepackt. Dazu noch eine Zündkerzennuss und eine Fühlerleere und verschiedene warme Zündkerzen und dann bin ich einfach losgefahren. Ich bin auf Tour gegangen, habe hier mein Säckelchen mit Düsen und Flachschiebern und Teilen und sowas dabei gehabt und habe dann einfach mal, anstatt durch die Gegend zu ballern und mir die Umgebung anzugucken, bin ich dann mal bisschen entspannter gefahren und habe eher mal nach vorne geguckt und mir nur den Motor angehört und habe dann diese Probefahrten eigentlich mit Ausflugsfahrten direkt schon kombiniert. Das ist auch ganz cool. Dann für eine Probefahrt ist man halt eben neugierig und will das ruckizuck immer schnell zu Ende bringen. Diese Ungeduld muss man eigentlich loswerden und dann geht man einfach auf Ausflug. Fährt eine Feierabendrunde, die nicht nur 500 Meter lang ist, sondern vielleicht mal 20, 30, 40 Kilometer lang. Und dann nimmt man sich sein Besteck zum Abstimmen einfach mit und dann macht man zwischendurch mal Pause, raucht sich vielleicht mal eine Kippe oder trinkt sich mal was, geht mal pinkeln oder so ein Krams. Und in der Pause tauscht man dann mal schnell das Mischrohr und probiert aus, tauscht nicht so schnell den Flachschieber, das habe ich immer in der Werkstatt gemacht. Tauscht mal die Zündkerze, aber so, dass ihr versteht, was ich meine. Man geht nicht extra auf Probefahrt raus, sondern man macht das Nützliche mit dem Schönen, wird dann kombiniert, indem man einfach hier so ein paar Sachen an Teilen und an Werkzeugen mitnimmt, um sich dann final ein ja, sehr gut passendes Setup in den Vergaser einzubauen, was sehr gut zum restlichen Setup vom Motor halt passt. Das ist die Art und Weise, wie ich meine Motoren abgestimmt habe und dass man sich von oben nach unten vorarbeitet auf einem warmen, ganz wichtig, warmen Motor. Die Leute, die sich hier so einen Motor abstimmen, damit sie an der Ampel hier schnell, ne, im Stadtverkehr auf einem kühlen Motor dann geiles Beschleunigungsverhalten an den Tag legen können, ist ganz cool, wenn du nur in der Stadt so rumballerst, ne? Aber gehst du dann mal mit anderen Leuten auf Tour, fährst aus der Stadt raus, fährst dann mal kontinuierlich 60, 70, 80, 90, 100 und auf einmal kommt der Motor in einen vernünftigen Temperaturbereich und auf einmal machen sich Probleme
zeigen sich Probleme, die nicht auftauchen konnten, weil der Motor im Stadtverkehr bei einem saloppen Abstimmen einfach nie aufgetreten sind, weil der Motor nicht heiß genug geworden ist. Ne? Oder sich auf dem Prüfstand eine schöne Kurve konstruieren, sich einen schönen Beschleunigungsvorgang konstruieren, den Motor abmagern, die Hauptdüse kleiner machen, die Nebendüse kleiner machen, dass der aufgezeigte Einbruch im Beschleunigungsvorgang wegretuschiert wird. Ja, und dann bist du aber auf der Straße unterwegs und dann kommen dir halt so Sachen, der nächste Punkt, warum vom Prüfstand läuft nicht so viel Halter oder auf dem Prüfstand abstimmen nicht so viel Halter, weil sowas hier da einfach nicht mit reinspielt. Ne? Wir sind auf dem Prüfstand, der Typ sagt, okay, kannst Gas geben, und pop, einmal Vollgas, da geht die ganze Luft durch, es wird sich eine Kurve angeguckt und abgestimmt. Ja, aber dann bist du mal im Straßenverkehr unterwegs und dann bist du eigentlich permanent in dem Bereich. So hat es ganz gut geklappt und nicht. Eigentlich bist du permanent in so einem Bereich hier unterwegs. Ne? Zack, auf zu beschleunigen, Motorbremse ein bisschen rollen lassen. Konstante Fahrt, wo der Flachschieber, der Cut mit offen ist, im Eingriff ist. Das sind ja Sachen, die sind auf dem Prüfstand, kommen dir alle gar nicht zur Geltung. Das kannst du ja alles nicht reproduzieren, was du beim Fahren machst, sondern stimmst du dir sowas hier perfekt ab. Und dann bist du aber mit sowas hier unterwegs, wo der Bypass noch mit offen ist, wo das mit reinspielt, und dann fliegt dir der Motor um die Ohren, weil es einfach hier zu viel Luft kommt, die Hauptdüse zu klein ist, damit die Kurve cool aussieht, und die Nebendüse klein ist, damit die Überschneidung von Nebendüse zur Hauptdüse cool ist. Das sieht dann auf dem Papier schön aus und dann freut man sich mal kurz, dass man krass viel Leistung hat und geilen Verlauf im Leistungsdiagramm hat, und vergisst dann aber, dass das hier, was man eigentlich macht, permanent, ich sag mal zu 90% Rollerfahren, ist man so unterwegs und nicht so oder so, sondern so unterwegs. Das wird sehr oft vergessen, aber das ist das Ausschlaggebende. Deshalb müsst ihr auf Probefahrten gehen bei einem wohltemperierten Motor, um das hier in den Griff zu kriegen. Das ist ganz wichtig. Dass sich halt keine Löcher in den Kolben schmelzen, dass der Kolben sich nicht verklemmt, weil der Zylinder zu heiß wird, weil die Zündkerze zu warm ist. Auf dem Prüfstand nimmt man eine warme Zündkerze, damit dann auch der Motor wieder gut verbrennt, obwohl der Motor noch nicht richtig Temperatur hat und so Sachen. Sowas muss man halt einfach im Fahrversuch machen, ne? Hier, den Bereich. Das ist der wirklich wichtige Bereich. Dem hat es hier. Das ist der wirklich wichtige Bereich. Deshalb müsst ihr auf Probefahrt gehen und deshalb müsst ihr ausgiebig auf Probefahrt sein bei einem wohltemperierten Motor. Das ist das, was ich euch eigentlich am liebsten mit oder unbedingt mit auf den Weg gebe, zu machen. Nicht sich auf die Bildchen da verlassen, den Vollgas Beschleunigungsvorgang simulieren und dann damit rechnen, dass das hier automatisch vernünftig funktioniert, weil das ist nicht so. Das kann ich euch auch sagen. Ich habe genug kaputte Motoren gesehen, wo Leute auf dem Prüfstand waren und happy waren, dass sie vernünftig funktionieren, und dann sind sie nach Hause gefahren, vom Prüfstand durch die Stadt. Auf dem Weg Richtung Stadt ist der Motor schon, hat er schon geklemmt, weil er einfach zu mager war, weil man das hier einfach auf dem Prüfstand nicht greifen kann. Es geht einfach nicht. Ich habe das auch auf dem Prüfstand probiert und habe mal gefragt, darf ich mal kontinuierlich Gas geben, um mir den Leistungsentfaltung aufmalen zu lassen. Und er sagte, ja, mal probier mal. Dann habe ich das gemacht und dann war das nur so ein... Also auf dem Prüfstand kannst du nicht, zumindest nicht auf dem normalen Rollenprüfstand, kannst du nicht diesen tatsächlichen Alltagsgebrauch simulieren. Nochmal zum dritten oder vierten Mal, geht unbedingt auf Probefahrt und geht auch unbedingt aus der Stadt raus, wo ihr mal Gas geben könnt, und macht unbedingt die kontinuierlichen Fahrten. Haltet euch vielleicht mal einen Tipp mit den Punkten hier auf dem Lenker. Ne? Einer auf dem Korpus, der immer fix ist, die anderen fünf arbeiten da drumherum. Und dann fühlt einfach, hört den Motor, hört aufs Klingeln, vielleicht wenn er zu mager ist und die Kolbenringe so Ring machen. Das hört man relativ gut. Oder wo der Motor ruckelt und stottert, wo nicht sauber läuft, wo der Motor ruckelt, stottert, ist er zu fett. Das ist meistens Viertelgasbereich und Dreiviertelgasbereich. Wenn hier nicht vernünftig läuft, wenn hier mit den Düsen nicht vernünftig gewählt ist und wenn hier hinten irgendwann bei Vollgas zu früh zu viel Sprit ankommt, oder Mittenbereich, 60 km/h oder sowas, Halbgas irgendwo, je nach Gang, wenn es da rotzt und stottert,
dann hier tiefer machen, wenn es da klingelt, da flacher machen. Ja, und hier mit Mischrohren, Hauptdüsen und so. Die Punkte auf dem Lenker haben mir sehr intensiv geholfen und zum Abstimmen ist das einfach super. Einen wasserfesten Edding oder so einen kleinen hier Malstift für die Schrift auf dem Reifen anzumalen. Jetzt kein Lack-Edding, sondern diese Gummifarbe. Die kann man nachher dann mit dem Fingernagel wieder runterkratzen oder mit einem Verdünner vom Lenkergriff auf dem Gummi einmal abwaschen und dann ist gut. Aber zum Abstimmen einfach extrem hilfreich. Dieses hier, so fahren, hören und fühlen, so fahren, hören und fühlen, so hören und fühlen, so hören und fühlen. Oder hier anfangen, da aufhören. Der Vorteil auch bei meinen Flachschiebern ist, dadurch, dass man dank der Mischrohre und dank dem früh öffnenden Cutaway sehr kleine Nebendüsen fahren kann, was auch dazu führt, dass ein Standgas nicht immer maximal ausgereizt ist, die Schraube so tief drin ist, wie nur geht und der Spalt schon sehr groß ist, sondern mein Standgas ist, meine Drosselklappe ist sehr weit zu. Und was mir dann aufgefallen ist, wenn der Motor in hohen Temperaturen noch genug Sprit bekommt, also nicht extrem heiß wird, dass er verklemmt, wenn der Flachschieber sehr weit zu sein kann und das Standgas sehr niedrig ist, oder nicht sehr niedrig ist, sondern die Position vom Flachschieber im Vergaser sehr weit zu ist, bei trotzdem vernünftigem Standgas über sehr weit rausgedrehte Leerlaufgummischraube, dann kannst du in die Motorbremse gehen, weil der Motor beim Zumachen nicht mehr in die Unterversorgung kommt und dann zu heiß wird und sofort wegklemmt. Das ist der erste Vorteil von meinen Teilen. Ein wohltemperierter Motor durch mehr Sprit in hohen Drehzahlen, durch die verschiedenen Mischrohre, das ist Punkt 1. Was ich an Vorteil noch generiert habe, nicht nur zum Fahrkomfort in niedrigen Drehzahlen und Leistungsentfaltung in niedrigen Drehzahlen, sondern auch die Handhabe vom Motor. Die Motoren sind in hohen Drehzahlen nicht mehr so hoch temperiert. Dadurch kann man in die Motorbremse gehen, ohne dass einem nach einer Autobahnfahrt sofort der Motor wegklemmt. Also dieses Kupplungziehen ist mit meinen Teilen tatsächlich auch Geschichte. Und der andere Komfort, der sich zusätzlich noch da eingestellt hat, ist, mein Motor hackt nicht mehr im Schiebebetrieb. Ne, dass man so rollt, dann pang, 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 die ganze Zeit der Motor so ruckelt, das ist bei mir auch komplett weg. Ich gehe nach der Autobahn in die Motorbremse, bong, dann kommt die Kurve, Kupplung, zwischen Gaseingang runter, dann fährt man ganz entspannt um die Kurve rum, geht wieder ans Gas in der Kurve, hat nicht einen extrem krassen Lastwechsel durch schlechte Gasannahme in der Kurve, die dann wieder ein unsicheres Fahrverhalten verursacht. Hier so Fahrgeometrie und lauter so ein Krams, Scheitelpunkt von der Kurve anfahren und dann erst wieder Gas geben, wegen Lastwechsel vom Fahrzeug und dadurch Aufschaukeln vom Fahrzeug und sowas, das ist bei mir tatsächlich auch weg. Du läufst mit Motorbremse in die Kurve rein, fährst den Scheitelpunkt an, gehst ans Gas, der Motor ist sofort wieder parat, weil diese Sonderposition vom Cut halt, weil der so früh aufmacht, das Ansprechverhalten ist besser und dann fährst du auch viel sicherer um die Kurve, weil du einfach nicht mehr dieses Rotzen und Stottern und Verzögern hast und dadurch kommt das Fahrzeug, der Roller dann irgendwie in der Kurve in Schwingung durch dieses Lastwechselverhalten. Und fährt dadurch auch viel stabiler durch die Kurve. Ich generiere also noch zusätzlich zum Komfort und zur Leistungsentfaltung in niedrigen Drehzahlen, generiere ich mehr Haltbarkeit in hohen Drehzahlen und generiere einen Fahrkomfort auch in der Motorbremse. Also ja, und ich generiere sogar noch Fahrsicherheit in Kurven, wenn man wieder ins Gas geht und der Motor sofort besser anspricht, als er es vorher gemacht hat, weil dann halt einfach das Fahrzeug eine ganz andere Fahrstabilität hat durch dieses bessere Ansprechverhalten. Ja, das ist eigentlich das, was jetzt final nach den ganzen Stunden erzählen, wie der Vergaser aufgebaut ist und was beim Tuning zu machen ist. Aufbohren, wie gesagt, ist primär wichtig. Viel Sprit durch die Mischrohre kann im Motor nur ankommen, wenn der Vergaser auch sehr weit aufgebohrt ist. Da habe ich auch einen sehr schönen Tipp gekriegt unter einem von meinen Videos. Ich habe jetzt noch vergessen, wie das Gesetz heißt. Das Aufbohren ist deshalb wichtig. Die Frage hatte ich mir auch selber gestellt, warum die bei Piaggio nicht so weit aufgebohrt haben. Ich mache jetzt vorsichtshalber mal Pause, kleinen Moment.